Willkommen zu diesem neuen Date. Ich hoffe, ihr seid gut. Wie ihr an meiner Kapuze erkennen könnt, es ist ganz schön windig hier. Und ich bin wie immer auf dem Weg zur Arbeit und mache vor einem Abstecher zum Rewe. Bis gleich. So, Freunde, as you can see, bin ich jetzt zu Hause, hab immer noch mein Derrick Rose Jersey an, aus Minnesota Timberwolves Zeiten. Dieses Jersey hat echt eine heftige Bedeutung für mich. Ich kann euch da auch die Dokumentation über Derrick Rose auf YouTube empfehlen und das Post-Game-Interview vom 31. Oktober 2019 vom Halloween-Game, wo Derrick Rose sein Career-High von 50 Punkten aufgestellt hat. Das sind so wahnsinnig inspirierende Stories. Und Derrick Rose ist auch für mich, mal abgesehen von meinen Freunden, die ich sowieso immer schätze und inspirierend finde, die krasseste Person, was Inspiration angeht, die ich nicht persönlich kenne. Und genau, ist halt sportlich gesehen und menschlich gesehen echt ein Vorbild, Derrick Rose, finde ich. Also ich kann euch unabhängig davon, ob ihr euch für Basketball interessiert oder nicht, sehr ans Herz legen, euch mit dem Menschen Derrick Rose mal auseinanderzusetzen. Und genau, jetzt heißt es schlafen gehen. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Und abonniert auch gerne meinen Kanal, wenn ihr mögt. Das würde mich wie immer sehr freuen und unterstützen. Und ja, ich sag ciao, bis zum nächsten Vlog.